So, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Jetzt gehen wir hier durch. Bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Die Karte gehört jetzt mir. So. Da ist irgendwie was los gewesen, aber wir haben nichts eingesammelt. Jo, jetzt geht es hier weiter. Aufbereitungsraum. Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Ada. Ada. Verdammt. So, jetzt sind wir wieder in der Haut von Leon. Finde Ada. Ada? Wo Ada? Bist du? So, da hoch können wir ja nicht mehr. Aus Gründen. Wenn aber das hier benutzen. Wer darf mit dem Fahrstuhl? So, da haben wir noch besagte Truhe. Speichern? Nee. Den hatte ich eigentlich abgelegt. Verstauen. Okay. Leckere Suppe da unten. So wie es aussieht, müssen wir auch in diese Suppe. Na dann. Schauen wir mal. Das riecht schlecker. Ja, links oder rechts ist die Frage. Guck mal, rechts nehmen. Der ist von Umbrella, der ist ziemlich tot. Digitale USS Videokassette. Seit wann sind Kassetten digital? Wir brauchen etwas, womit wir sie abspielen können. Das haben wir noch nicht. Liegt da was? Nee. Hätte ja sein können. Elektroteil. Das nehmen wir mal mit.
Damit versperren wir den Zombies den Weg. Wir brauchen diese Teile nämlich. So, da kommen wir nicht. Da kommen wir nicht rein. Die zwei haben auch noch nicht genug. Setzen wir uns doch nochmal kurz ein. Vielleicht blockiert das die Tür. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier rein. Geht auch nicht. Jawohl. Einer weniger. Okay, hier lässt sich leider keine Tür öffnen. Das ist doof, aber nicht schlimm. Damit wir rüber können, müssen wir das Ding noch da drin lassen. Dann gehen wir mal hier weiter. Bestimmt gibt es noch eine Möglichkeit, wenn wir die Türen geöffnet haben von der anderen Seite, dass wir das dann mitnehmen. Da liegt noch was. Ein Messer. Wundervoll. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Unterer Kanal. Da ist es geht. Geh weiter. Ja, ich erinnere mich, hier kommen ganz tolle Gegner. Naja. Die sind ganz besonders niedlich. Deswegen kommen die grünen, die blauen Kräuter auch gerade recht. Da seht ihr schon, was da war. Ah, verdammt. Gegen die würde ich eigentlich gerne kämpfen. Die sind nämlich sehr lästig und sehr stark. Nee, lass mal. Deswegen habe ich dafür das Messer geopfert. Die können hier nicht hoch. Soweit ich weiß, die bleiben halt immer im Wasser. Ich meine, der ist ja noch da, das weiß ich zumindest, aber ich kann jetzt hier schon mal weitergehen, ohne dass er mich jetzt hier aufhält. Und ich habe ja noch eine Granate, die kann ich ihm entgegenwerfen. Okay. Da haben wir noch ein Schreiben. E-Mails an das Umbrella-Hauptquartier. Director Owens, im Nest jagt ein Alarm den Nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meine Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Director Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Dr. Owens, Sie waren das von unfertige Nachricht. Gute Frage. Da liegt was im Dunkeln. Munition. Nice. Okay. Des Weiteren gibt es hier nichts für uns. Vielleicht im Spind. Der ist verschlossen. Okay, dann geht das hier runter. Hört sich gar nicht gut an. Komm schon. Ada.
komme, Ada. Bitte. Oh, bitte aufhören. Bitte aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak. Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Das Virus. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Eine Rattenplage also. Ich war noch auf stumm, als ich die Broschüre vorgelesen habe. Sorry. So. Eben schon mal kurz gesagt, das mit den Schafffiguren wird uns jetzt noch eine Weile begleiten, weil hier haben wir nämlich welche drin und die müssen wir halt in der richtigen Reihenfolge anordnen, damit wir diese Tür aufbekommen. So. Und da sind schon ein paar drin, aber die müssen wir wiederum auch umswitchen. Lesen wir doch erstmal, was hier noch ist. Öffnen der Tür zum U-Bahn-Bereich oder zum U-Bereich besser gesagt. Ich habe bei den letzten irren Transfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welche wohin gehört, so sei doch er bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Und glücklicherweise haben wir dort einen Zettel an der Pinnwand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Turm und Springer an derselben Wand sind und der Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das ist ein wertvoller Hinweis. So. Turm und Springer an derselben Wand. Was haben wir denn hier eigentlich für Stecker schon drin? Wir haben hier den Springer. Den nehmen wir mal mit. Und wir haben hier unter anderem noch die Königin. So. Hier haben wir unter anderem noch den Bauern. So. Haben die irgendwelche Merkmale? Nee. Springerstecker. Quatsch. Ach, der Läufer ist das, nicht die Königin. Bauerstecker. Okay. So, jetzt gucken wir nur noch mal. Was haben wir denn da? Wir haben Springer, Läufer und Bauer. Turm und Springer an derselben Wand sind. Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und Turm liegen sich gegenüber. So, Nightplug. Dann tun wir den Nightplug mal hier rein. Gut. So. Turm und Springer. Den Turm haben wir nicht, aber beziehungsweise wir hatten ihn vorhin, aber wir mussten ihn ja leider da lassen. So. Da fehlt ein Zettel und da auch. Okay, jetzt haben wir nur noch einen übrig. Und zwar der Läufer. Läufer und Dame nicht nebeneinander.
So, rein theoretisch, wenn wir hier den Läufer reinstecken. Könnte da auf der Seite der Turm rein. Aber ich würde sagen, das machen wir, wenn es soweit ist. Wenn wir die Stecke haben. Noch haben wir leider keinen einzelnen. So, hier speichere ich nochmal. Dann gehen wir mal hier durch. Ach halt, da ist noch ein Plan. Die Karte natürlich. Brauchen wir auch. So, da sehen wir schon die einzelnen Stecker. Und da liegt noch Pistolenmunition in dem Raum hier. Ach, da auf dem Tisch. Super. Nice. Okay. Hier rein bitte. Gut. Dann schauen wir doch mal. Hier können wir nichts tun. Bevor wir nicht das Wasser abgelassen haben. Ach, die Zugbrücke ist das. Die wurde ja vorhin hochgelassen. Da ist schon jemand. Da hinten liegt ein rotes Kraut. Sehe ich schon von weitem. Dann schnappen wir uns das erstmal. Nice. Hier haben wir auch was. Ein Werkzeug, das brauchen wir. Weil wir haben ja gesehen, da war ein Bereich, wo wir eine Pumpe hatten. Aber ohne das entsprechende Ventil. Das haben wir jetzt. Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den Ihrer Bestellung angegebenen Ort geliefert. Einmal hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Bitte vor Benutzung des Tresors entfernen. Okay, das ist ein Hinweis. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, welchen Tresor er meint. Beziehungsweise wo der Tresor ist. Ob hier drin? ID-Armband für Standseilbahnzutritt erforderlich. Ach, das ID-Armband natürlich. Okay. Das haben wir jetzt aktuell nicht, von daher gehen wir mal wieder zurück. Was haben wir denn noch hier in dem Raum? Weiß man nicht. Er liegt halt da hinten. Hier können wir auch rein. Ach da. 2, 12 und 8. Und dort haben wir einen Schrotflintenschaft, den wir zugleich mit der Schrotflinte kombinieren können. So. Ein weiteres blaues Kraut. So. Ihn lassen wir mal. Ist jetzt nicht so entscheidend. Ich wollte nämlich nochmal gerne zurück und beheichern. Na. Let me in. So, und hier an die Truhe. Unter anderem die Kräuterchen ablegen. So viel blaues Kraut, das ist unfassbar. Gut, die können wir gleich weg. Die haben wir uns ja angesehen. So. Wegwerfen. Ja. Die Granate, die brauchen wir noch. Und das brauchen wir unter anderem auch noch. Gut. Nice. Gut, dann sage ich an der Stelle, danke sehr fürs Zusehen bei Resident Evil 2. In der nächsten Folge geht es weiter hier in der Kanalisationsverwaltung auf der Suche nach den geeigneten Steckern, um Ada zu befreien. Also, bis zum nächsten Mal.